Hey Leute, da sind wir wieder. Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben mit der Motti Rückkehr. So, ich speichere gleich mal groß ab. Habe ich glaube sogar schon. Super, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Nick hat uns schon angesprochen, der will einen Schattenläuferfell. Habe ich, denke ich mal, bestimmt eins dabei. Brauche ich jetzt eigentlich auch gar nicht nachschauen. Bis ich das Fell finde, ist Weihnachten. So. Hier hast du dein SCH-Läuferfell. Ausgezeichnet. Die Sache war bestimmt anstrengend, oder? Nur ein bisschen. Na gut. Hier, nimm dieses Gold. Du hast es verdient. Ja, danke, danke. Ist im Lager. Naja, ich sag... So, wie viele Lernpunkte habe ich eigentlich? Nur 10. So, wir können jetzt Falk das mit der Suche zurückgeben. Da bin ich ganz gespannt, was er da sagt. So, wo war das denn? Hier. Wegen der Suche nach deinem Großvater. Ja? Irgendwelche Neuigkeiten? Gut geraten. Ich konnte tatsächlich einiges herausfinden. Ach, sag doch schon. Ich habe ein altes Amulett gefunden. Auf seiner Rückseite ist der Name Ben eingraviert. Ben? Lass mich einen Blick darauf werfen. Hier ist es. Ja, ich kenne dieses Amulett. Wir hatten also doch recht. Sicher? Zweifellos. Ben, das war doch der Name meines Großvaters. Das Amulett gehörte ganz sicher ihm. Wo hast du es gefunden? Im Magen eines Tieres, das ich erlegt habe, eines riesigen Fangheuschreckenweizens. So ein Tier habe ich noch nie zuvor gesehen. Jetzt verstehe ich alles. Offensichtlich hat dieses Untier meinen Großvater getötet. Es sieht leider sehr danach aus. Es tut mir leid. Schon gut. In unserem Dorf weiß man nie, wo unser Weg enden wird. Ich danke dir aber für deine Hilfe! Nimm bitte diese bescheidene Belohnung entgegen als Zeichen meiner Dankbarkeit. Du hast es verdient. Danke. Ich muss mich bedanken. So. Das haben wir alles schon gemacht. Das brauchen wir alles nicht mehr machen. So, Reißzahn geht's klasse. Den könnten wir auf die Jagd mitnehmen, aber... Ja, brauchen wir eigentlich nicht machen. So. Ja, bei ihm. Um seine Zustimmung zu bekommen... Da brauchen wir 55 Armbrust-Skill. Wir sind gerade auf 5. Also das wird vor dem 4. 5. Kapitel wahrscheinlich nicht passieren. Okay, wir sprechen mal mit ihm nochmal alles durch. Geht so. Vielleicht kriegen wir da noch eine neue Quest oder so. Ah, hier. Du siehst ein wenig betrübt aus. Ja, ich habe ein kleines Problem. Falk gab mir den Auftrag, ein Drachensnapperhorn zu besorgen. Bist du diesen Bestien schon mal begegnet? Sind sehr nette Geschöpfe. Beißen dir den Kopf ab, noch bevor du merkst, was überhaupt los ist. Ein einzelner Jäger hat schon Probleme, nur mit einem Vieh zurechtzukommen. Ganz davon zu schweigen, dass diese Kreaturen niemals allein auf Jagd gehen. Hast du Angst? Kleiner, wenn ich Angst hätte, wäre ich wohl kein Jäger geworden. Daran liegt es nicht. Woran dann? Ganz einfach. Es ist praktisch unmöglich, solchen Bestien in diesem Teil der Insel zu begegnen. Sie halten sich vorwiegend im Minental auf. Und dort wimmelt es geradezu von Orks, falls du das noch nicht weißt. Ich bin kein Selbstmörder und möchte nicht im Kessel dieser grünhäutigen Viecher landen. Und so zerbreche ich mir den Kopf, wie ich diesen Auftrag erfüllen soll. Kann ich dir vielleicht dabei helfen? Ich bin ständig unterwegs. Sollte ich so einer Bestie begegnen, könnte ich sie ja für dich töten. Wirklich. Das wäre sehr nett von dir. Wenn du mir tatsächlich so ein Horn bringst, verspreche ich dir, die Belohnung mit dir zu teilen. In Ordnung. Abgemacht. Ganz ausgezeichnet. Komm vorbei, wenn du das Horn hast. Ja, da die Option schon nicht dran stand, kann ich wohl damit rechnen, dass ich auch kein Horn dabei habe. Schattenläuferhorn. Nee, sonst nichts. Okay, müssen wir das wirklich noch besorgen. Und jetzt geben wir ihm endlich den Composite-Bogen zurück. Das hat lange gedauert, Leute, aber was lange währt, wird endlich. Ich habe einen neuen Bogen für dich. Und wamm. Ehrlich, zeige ihn mir.
Hier, nimm. Ja, das ist der richtige. Jetzt kann ich endlich wieder auf die Jagd gehen. Das freut mich für dich. Und was ist mit den Tricks beim Schießen, die du versprochen hast, mir beizubringen? Natürlich. Höre mir gut zu. Jedes Mal, wenn du zielst, solltest du versuchen, die Flugbahn des Pfeils in Bezug auf dein Ziel vorauszuberechnen. Wenn du alles richtig machst, wirst du nicht mehr so oft vorbeischießen. Verstanden? Und jetzt geh trainieren. Es ist am besten, das neu erworbene Wissen in der Praxis zu festigen. Was sagst du? Dasselbe. So. Wo kann ich einen... Da bist du bei mir. Ja. Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das gerade schlau war, was ich gemacht habe. Wahrscheinlich hätte ich zuerst noch ein bisschen lernen sollen, bevor ich dann jetzt hier mein Bogentalent jetzt um 5% erhöhe. Ich bin überlegen, ob ich das nicht gerade nochmal lade, weil das ist eigentlich ein bisschen scheiße. Das Problem ist halt, muss dann wieder so ewig lang warten, weil von 10 auf 24 brauche ich 14 Lernpunkte. Ja, das ist natürlich eigentlich auch Mist. Ich muss mir das mal aufschreiben, dass wir das so machen, dass wir erstmal Bogen lernen. Hey! Wegen der Suche nach deinem Großvater. Ja? Gut geraten. Ich konnte tatsächlich einiges herausfinden. Ach, sag doch. Ich hab... Ja? Sich ja. Zwar okay, so machen wir das. Ich... Ist, glaub, echt besser. Gib ja bitte ein Gartler, wo ich wohnen kann. Ich bin eben, wenn abgegangen. So, das gebe ich ihm nicht. Genau. So sieht das besser aus. Jetzt habe ich nämlich 10% und dann lerne ich da erstmal auf 24 und dann werde ich das Bogentalent von ihm holen. Das ist besser. So spare ich mir ein paar Lernpunkte. Wirst du aber hast du... Nein. Na dann. Na ja. Wie? Alles in Ordnung. Übrigens, hast du schon die Neuigkeit gehört? Welche denn? Nicht weit vom Steinkreis im westlichen Wald ist ein echter wilder Eber aufgetaucht. Bist du schon mal solch einem Monster begegnet? Nein. Gut für dich, Junge. Wieso denn das? Na, weil ein wilder Eber ein verflixt gefährliches Tier ist. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie gefährlich er ist. Er wird dich geradewegs in Stücke reißen, wenn du dich ihm in den Weg stellen solltest. Und obendrein empfinden diese Biester so gut wie keine Schmerzen und sind immer lebensgefährliche Gegner, sogar wenn sie verletzt sind. Also würde ich an deiner Stelle einen großen Bogen um diese Tierchen machen. So bleibst du unversehrt. Gut, danke für deinen Rat, ich werde ihn beherzigen. Nichts zu danken. Ja, der wilde Eber. Machen wir bei Gelegenheit mal. Wenn wir uns dann entscheiden, nach Etlu zu gehen, da komme ich eh ziemlich nah an den Steinkreis, da werde ich das wohl in einem Zug erledigen. So, jetzt bin ich aber... Will ich mal wissen, warum zum Teufel steht hier immer noch diese eine Quest drin. Ich muss mal gerade gucken, wo die ist. Die schnaubende Kreatur. Oh, das wird wahrscheinlich wieder ein Fehler sein. Wahrscheinlich kann ich den jetzt... Was ist denn hier los? Arbeiteten ohne Unterlass. Hier sind die Viecher schon wieder in der Überzahl. Jetzt muss man gleich mal ein bisschen dezimieren hier draußen. Oh, ich brauche dringend Bogentalente. Trifft ja mal gar nicht mit dem Bogen. So. Da ist nichts zu holen. Will ich gar nicht wissen, wie das mit den Pfeilen gegen den wilden Eber gelaufen ist. Oh, tatsächlich. War ich hier einfach nur noch nicht? Oder was ist hier eigentlich los?
Und das Gefühl, dass hier noch gar nichts gemacht wurde. War ich damals zu schwach für den schnaubenden Drachensnapper oder? Schon ein bisschen komisch. Na egal. Jetzt wird er spätestens fallen. So, Snapper, dann komm mal her. Ja, Snapper sind keine Gefahr mehr, denke ich. Da hinten steht er schon und schnaubt rum. Er rennt eh schon vorbei. Was war denn das? So. Oh, ein mächtiges Viech. Ich lasse ihn lieber auch hier ein bisschen rumknabbern. Ist das eigentlich überhaupt ein Bossmonster, dieser schnaubende Drachensnapper? Wenn ich schnell bin, könnte ich es ja mal versuchen. Da lege ich mir dann den Nomaden schnell an. Aber wirklich nur, weil es klappt gerade. Da will ich kein Risiko eingehen jetzt. Ja, okay. Wie gesagt, ich will es einfach mal probieren. Ganz witzig. Nö. Ist ja auch nicht viel verloren gegangen gerade eben. Nur ein paar Lebenspunkte. Die kann ich mir schnell wieder hinzaubern hier. So, jetzt komme ich auch endlich dazu, die ganzen Pflanzen hier einzusammeln und da hinten ins Tal kurz reinzugehen. Ja, was auch immer das da hinten war oder werden sollte, ist es wahrscheinlich nicht fertig geworden. Weil da hinten führt das Ganze in so eine Höhle rein. Und in der Höhle geht es dann nicht mehr weiter, da ist dann so eine schwarze Wand wieder. So wie in der Einhöhle bei den Pyramiden, die man aber aufbekommt. Aber hier gibt es, glaube ich, noch ein paar Viecher, Blutfliegen und Wölfe. Oh, da bin ich auch schon in den Rudel reingelaufen. Ausgerechnet jetzt habe ich mein gutes Schwert nicht dabei. Also nicht an. Oh, ist auch mies mit dem Bogen jetzt. Man zieht den Wölfen fast alles ab, bis auf einen kleinen Millimeter noch. So, wie gesagt, hier gibt es eigentlich nichts Interessantes, ganz ehrlich, aber... Naja. So. Hier geht es dann in der Höhle, aber hier ist dann halt zu. Gibt es auch keinen Schalter oder so, der das öffnet. Und wenn man sich mit Cheat, wie zum Beispiel, also den Marvin Cheat und dann K, sich durchkarren will, dann fällt man aus der Welt raus. Also da ist auch wirklich gar nichts dahinter. War wohl irgendwas geplant und dann... Ja, es ist nicht zu Ende gemacht worden. Egal. Die Mod ist eh so umfangreich. So, was habe ich jetzt hier noch? Genau, wir gucken mal, ob Garn jetzt noch was dazu sagt zu dem schnaubenden Drachensnapper. Bin ich mal echt gespannt, was da Sache ist. Da steht er auch schon. Hui, was haben wir denn hier? Ein Degen der Banditen. Schön. Ah, oh, und überall. Ah, da gehe ich. Machen wir gleich. Da gehen wir gleich hin. Muss ich eh noch hin. Dieses furchtbare Tier ist tot, nehme ich an.
Dann kann ich mich bei der Jagd endlich wieder frei bewegen. Hier hast du das versprochene Geld. Was kannst du mir beibringen? Kommt darauf an, was du wissen willst. Oh, ich bin ja schon ein Idiot. Oh. Jetzt, wo dieser etwas zu groß geratene Snapper tot ist, kann ich dir zeigen, wie man an sein Horn kommt. Du stemmst dein Messer tief in die Stirn des Tieres und hebelst das Ding vorsichtig nach oben. Sollte es sich dann noch nicht vom Schädel trennen lassen, hilfst du mit einem zweiten Messer von der anderen Seite nach. Ich kann nicht klagen. Ja, das war natürlich mal wieder sehr schlau von mir. Erst den Snap, aber ich glaube, das ging auch gar nicht anders. Das mit dem Drahn-Snapper-Horn kann man, glaube ich, wirklich erst lernen, sobald man den auch erlegt hat. Ja, die Leichen sind natürlich jetzt weg. Aber ich glaube auch, selbst wenn die Leichen jetzt noch da wären, das Horn ist bestimmt nicht mehr drin. Naja, es ist nicht so schlimm. Drahn-Snapper wird es noch genug geben. Jetzt wächst sich endlich meine Waffe wieder. So. Wir können uns hier noch ein bisschen Fleisch machen. Stück, das reicht erstmal. Bist du sicher, dass du da rein willst? Ich befürchte, du wirst nicht sehr weit kommen. Die Orks stehen auf der anderen Seite. Wenn es einen Weg ins Minental gibt, werde ich ihn finden. Gut, dann geh. Geh mit Innos. So. Aufmachen kann man das Tor ja mal, denke ich mir. So. Nehmen mal einen kleinen Zug vom Minental hier. Ich will noch schnell die Waage da vorne töten. Das macht mir jetzt gerade irgendwie Spaß. Um zu testen, wie stark ich denn schon bin. Ah, gegen Waage. Denke ich mal, wird es kein Problem sein, denn die Viecher sind eigentlich wirklich nicht sehr stark. Die sind sehr schwach irgendwie. Das ist echt ziemlich einfach, wie man jetzt gerade gesehen hat. Ich denke mal, dass wir damit keine Probleme haben werden. So. Ach, dann mähen wir halt noch die Blutfliegen hier nieder. Die Varane im Pfeil gehen, wüsste ich jetzt auch mal schnell gern. Ja, okay, es geht so. So. Schafe lassen wir mal leben. So. Genau, für das weitere Vorhaben, also was ich jetzt als nächstes mache. Ich habe auch schon gesehen, manche wollen auch, dass ich nach Edlu zuerst gehe. Kann ich natürlich auch machen, kein Problem. Den Hüter haben wir gefunden. Im Jägerlager waren wir. Wir können noch schnell die Sache mit Hannah zu Ende bringen. Da weiß ich jetzt auch, wie es weitergeht. Also müssen wir nur noch mal kurz in die Addon-Welt rein. Haben wir das auch geschafft. So, ist eigentlich hier noch irgendwas? Oh, alles noch voller Viecher hier. Schlimm, schlimm. Ja, hau halt nicht mehr zu, passt schon.
nichts zu holen. So, das war's mit den... Ich lade mich dann noch kurz auf. So, dann waren hier drüben, glaube ich, noch ein, zwei Keiler. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal schnell in die Addon-Welt, klären das mit Hannah und in der nächsten Runde schauen wir mal, ob wir dann schon nach Edlu gehen. Oh, das sind sogar wirklich zwei Stück. Aber ich denke mal, für unsere Waffe wird das kein Problem sein. So. Gut. Ja, dann einmal Jaken da wieder. Dann müssen wir dann mit Abigail kurz sprechen. Und die gibt uns dann nämlich den entscheidenden Hinweis in der Sache mit Hannah. Und dann ist die Quest auch erledigt. Und dann genau können wir endlich mal nochmal kurz zu Gritta schauen. Dann sollte hoffentlich die nächste Mission freigeschalten sein. Und an der Stelle sage ich ciao und